Dankeschön, Kirex. Guck mal, ob wir Tintenfische finden. Da. Oh, schon wieder ein Villager gestorben.
Hi. Ja, das geht aber noch. Ich bin noch sehr, sehr weit am Anfang. Ich habe mir jetzt erstmal nur eine Mob-Farm gebaut und ein Storage-System, ein Basic-Teil. Damit ich erstmal Sachen abladen kann ohne... Oh, Kacke. Ich habe keinen Platz mehr. Ja. Genau. Aber erstmal nur Basic-Kram. Ja, auf jeden Fall. Deswegen habe ich das jetzt hier so gemacht, aber da muss ich noch ran.
Ich steige später auf Refined Storage um. Und jetzt warte ich halt drauf, dass die Bienen hier ein bisschen vorankommen. Und dann mache ich erstmal mit Productive Bee. Und da kann man nämlich hier, du brauchst ja für Refined Storage zum Beispiel Schleim, den kriege ich jetzt zwar so, das ist kein Problem, aber das Silicon zum Beispiel, den Quarz, den kann man super mit den Productive Bees machen. Und dadurch, dass ich jetzt schon hier Enderperlen bekomme, geht's auch relativ einfach mit dem Simulations-Upgrade. Also das ist dann so gesehen der Next Step. Ja, genau. Aber das Silicon, da muss er halt andauernd ins Nether rein und ja, habe ich keine Lust zu. Die Stonework Factory habe ich noch überhaupt gar nicht gemacht. Obwohl, das geht ja sogar. Aber mit den Productive Bees, du hast halt... Das sind all deine Möglichkeiten, die du hast. Also du kannst fast alles, was du dir vorstellen kannst, in Productive Bees umsetzen. Und das finde ich halt mega nice. So, du brauchst Compressed Iron, machst dir ein bisschen die Mühe, das herzustellen. Und dann kannst du es später einfach aus den Bienen rausholen. Wenn du dann noch mit Genetik anfängst, dann fällt dir der Kopf ab. So. Nein. Wenn du die Genetik umgesetzt hast, du müllst dir dein System so hardcore zu mit den ganzen Sachen. Das ist unglaublich. In meinem anderen Playthrough, was ich privat gemacht habe, hatte ich, oder was ich hier ganz am Anfang gemacht hatte, hatte ich 5 Bienen auf fast der beste Leistung. Und die haben pro Drop irgendwie 132 Blöcke gedroppt. Und das sind dann einfach mal umgesetzt irgendwie
4 oder 5 Stacks von einer Ressource. Und das droppen die irgendwie dreimal tagsüber, dreimal nachts. Also, ja. Aber es macht mega Laune auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt bin ich gerade am Überlegen, was ich machen wollte. Das einzige Problem ist halt gerade aktuell nur der Server. Der hat Probleme mit Mobs. Also alles, was berechnet werden muss. Ja. Aber da wird noch dran gearbeitet. Also das geht hoffentlich bald ein bisschen besser. Momento. Es geht. Es sind jetzt 9 Leute online. Von 21 oder 22. Naja, es ist sehr interessant, sobald du die Berechnung von außerhalb hast. Heißt, wenn alle getrennt voneinander sind, fängt es an zu laggen. Sind wir aber alle auf einen Haufen, dann geht's. Also die Berechnung von den Bewegungen und so weiter von den Mobs ist problematisch aktuell. Ich vermute, dass der Server da mit Single-Thread-Performance arbeitet. Und ja.
Oh Gott. Ja, gestern der Start, der war echt lustig. Wo wir alle auseinandergelaufen sind, ist dreimal der Server abgekackt. Also, der ist dann neu gestartet. Und jetzt aktuell ist es halt wirklich. Er läuft bedeutend stabiler, muss man sagen. Aber es gibt wohl auch noch Einstellungen, die man machen kann, wo dann die Mob-Berechnung nicht mehr. Oh, hier bei der Biene siehst du es jetzt. Die tackern so, dass sie dann Multithread läuft. Also ich vermute wirklich, dass das gerade über einen einzelnen Core gelöst wird. Und man muss das verteilen, also die Last verteilen, damit das besser berechnet wird.
Das habe ich auch schon gehört. Okay, ja, die hat aber beide Fähigkeiten, ne? Also, wie heißt es gleich noch? Feuer und Wasser oder Feuer und Eis, irgendwie sowas. So. Ah, okay. Aber das war dieses blaue Viech, ne? Ja. Das sieht auch schon nice aus, muss ich sagen. Joa, nice. Also Glückwunsch dazu. Ah, okay. Hast du einfach irgendwas zusammengemixt oder wie? Ah, okay. Welche Farbe hat es? Ah, okay. Also so ein kleines, dann passt das ja.
Die brauchen ja zum Glück auch nicht lange. Ah, okay. Ja. So. Ich merke langsam, wie ich Matsch im Hören werde. Und nicht mehr so ganz aufnahmefähig bin. Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt Feierabend. Und dann gucken wir mal, wann ich morgen wach bin. Und dann starten wir direkt rein, weil der Server sollte ja morgen dann auch noch verfügbar sein. Das Einzige, was ich vorsichtshalber mache, ist die Mobfarm ausschalten. Ja. Ich bin ein bisschen breit. Also, das merke ich jetzt echt hardcore. Genau, also, morgen müssen wir mal gucken. Ich denke aber, da werde ich etwas früher als heute onkommen, weil ich nichts vorhab. Und ich eigentlich, das Einzige, was ich wirklich effektiv machen muss, ist, ich muss Wäsche aufhängen. Das war's. Also, ganz entspannt. Und dann fangen wir morgen auch mal an, ein bisschen zu bilden. Ich habe jetzt hier schon mal einen Testbau gemacht. Und bei diesem Testbau habe ich vor, das hier links und rechts an den Eingangsbereich zu setzen. Also ein so ein Turm, der ist noch nicht fertig, soll hier links ran, der andere hier rechts und dann dazwischen ein großes Tor, was man mit Create steuern kann und dann so ein bisschen in den Berg rein. Da wollte ich aber noch gucken, wie ich das mache, weil ich finde diese Wand hier ganz nice. Und dahinter fängt dann unsere Base an. Ich denke mal, dass der Turm auch ein bisschen weiter nach vorne kommt, so dass man hier vielleicht so einen Eingangsbereich hat, wo es dann in den Berg reingeht und hier dann irgendwo so auf dieser Höhe ein, wie heißt das gleich noch, das Tor hat, dass man dann so gerade auf die Base halt zukommt. Ja, ich glaube, heute gucke ich mir noch ein paar Videos an, ob ich den vielleicht auch noch ein bisschen anders baue, weil das sieht aus wie eine überdimensionale Mario-Röhre in Schwarz. Vielleicht mache ich das, dass ich dann so, unten die Base ein bisschen breiter mache, das zwar als Mittelstück verwende, und dann, vielleicht das hier noch ein bisschen anders. Da bin ich mir noch unsicher. Aber das können wir alles morgen ausprobieren. Und man kann das ja zum Glück alles relativ easy wieder abreißen. Wir müssen jetzt auch die Materialien haben, wenn hier der Server durchläuft, dass wir den Builder bauen können. Dann können wir das easygoing einfach alles abreißen und testweise dann was anderes bauen. Genau, aber das war's dann jetzt von mir. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Und genau, vergesst nicht bei TikTok vorbeizugucken. Sorry. Also einen schönen Abend euch. Und morgen dann denke ich mal so gegen. Lass mich lügen. Gegen 10, 11,
Uhr, vielleicht sogar früher. Mal gucken. Und sonst euch eine gute Nacht, schönen Abend, entspanntes Zocken noch und dann bis morgen und auf Wiedersehen, bis Schüsseldorf, auf Brokkoli und ciao.